Einen besonderen Zauber übt der tropische Regenwald auf uns Menschen aus. Steigen da nicht sofort ganz bestimmte Bilder vor unserem inneren Auge auf? Zum Beispiel riesige Bäume, dichter Dschungel, exotische Blumen und Blüten, bunte Vögel und geheimnisvolle Tiere aller Art. Wasserfälle und ein berauschendes Konzert verschiedenster Vogelstimmen und andere typische Urwaldgeräusche. Schauen wir doch einmal etwas tiefer in diesen wunderbaren Lebensraum hinein, um besser zu verstehen, warum wir ihn mit allen Mitteln schützen sollten. Als Regenwald bezeichnet man ein weitgehend naturbelassenes Waldökosystem mit einem gleichbleibend warmen Klima, das von mehr als 2000 mm Niederschlag im Jahresmittel gekennzeichnet ist. Dabei unterscheidet man zwischen den Regenwäldern in den Tropen und den Regenwäldern der gemäßigten Breiten. Die größte zusammenhängende Fläche, zugleich mehr als die Hälfte der Gesamtfläche, befindet sich im Bereich des Amazonasbeckens. Weitere große Regenwälder weisen das Kongo-Becken und Indonesien auf. Tropische Regenwälder umfassen eine Vielzahl an Waldtypen. Zum einen den Tieflandregenwald bis etwa 800 Meter Höhe, zum anderen den Bergregenwald bis 1500 Meter Höhe und schließlich den Nebelwald jenseits von 2000 Metern. Die Lebensräume Regenwälder sind zugleich das artenreichste Ökosystem. Die hohe Biodiversität zeigt sich in der Tierwelt besonders bei Insekten, sowohl in der Kronenschicht des Waldes wie auch in den oberen Bodenschichten. Das milde Klima und die ganzjährige Feuchtigkeit ermöglichen eine hohe Geschwindigkeit biologischer Abbauprozesse. Abgestorbene Bäume, abgeworfenes Laub und alles andere biologische Material werden in kurzer Zeit umgewandelt und die Nährstoffe von Pflanzen wieder aufgenommen. Der Wetterbericht lautet für jeden der 365 Tage im Jahr fast gleich. Nebelfelder lösen sich rasch am Morgen auf. Gegen Mittag wird es heiß. Erste Wolken ziehen auf. Am frühen Nachmittag wird es sehr schwül. Die Wolken verdichten sich und am späten Nachmittag gibt es wolkenbruchartige Regenschauer, begleitet von Blitz und Donner. Gegen Abend können sich wieder Nebelfelder bilden. Die Nacht wird relativ frisch, mit Temperaturen um 21 Grad Celsius. Das ist ein typischer Tagesablauf. Der Regenwald, der einst wie ein grüner Gürtel die Erde umspannte, wurde seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts um weit mehr als die Hälfte reduziert. Allein in den vergangenen 10 Jahren nahm die Rate der Zerstörung um 90% zu. Doch was sind eigentlich tropische Regenwälder und worin liegt ihre Bedeutung? Zweifellos haben sie eines gemeinsam. In ihnen wimmelt es von Leben. Sie sind die Schatzkammern der Natur. Viele Menschen denken, es gäbe nur noch wenige unentdeckte Tiere und Pflanzen. Doch dieser Eindruck trügt. Der größte Teil der Artenvielfalt ist noch unbekannt und bleibt möglicherweise für immer ein Geheimnis. Denn die Vielfalt wird fatalerweise vernichtet, bevor sie entdeckt und erforscht werden kann. Den Wissenschaftlern sind ca. 2 Millionen Arten auf der Erde bekannt. Demgegenüber bleiben die Schätzungen der noch nicht entdeckten Arten sehr vage. Sie reichen von 10 bis zu 200 Millionen. Das heißt, es ist bisher nur ein geringer Prozentsatz aller Arten bekannt. Die Menge der verschiedenen Pflanzen und Tiere ist aber nicht gleichmäßig über die Erde verteilt. Denn in den tropischen Regenwäldern trifft man auf die weitaus größte biologische Vielfalt. Von den 10 Staaten auf der Erde mit der reichsten Tier- und Pflanzenwelt liegen allein 5 Länder im Amazonasbecken. Es sind Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Brasilien. Heute weiß man, dass es Zentren der Artenvielfalt gibt, die sogenannten Hotspots. Dabei stehen die Regenwälder an erster Stelle. Zum Beispiel sind hier mehr als ein Drittel aller bekannten Pflanzenarten beheimatet. Durch den Raubzug des Menschen in den tropischen Regenwäldern schätzt man, dass bereits jetzt schon über 1 Million Arten ausgestorben sind. Das heißt, mehr als 1 Million Tiere und Pflanzen sind für immer ausgelöscht, bevor sie je ein Mensch gesehen hat. Sie werden nie in einem Buch erwähnt sein. Keiner weiß, wie sie ausgesehen haben.
Auch nicht, welche wichtige Funktion sie für das ganze Ökosystem hatten. Aber werfen wir zunächst einmal einen kurzen Blick auf die drei wesentlichen Schichten eines Regenwaldes. Beginnen wir am Boden. Der Bodenbereich ist vollkommen gegen die Elemente geschützt und daher auch die stabilste Region des Waldes. Bis hierher dringt der Wind kaum vor. Werte von Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Lichtverhältnisse bleiben meist gleich. Die Böden sind dünn und nährstoffarm. Die Wurzelsysteme verlaufen flach. Das verraten die breiten Stützpfeiler, wie sie für viele große Bäume des Regenwaldes typisch sind. Einige Waldbewohner des Bodens in Südamerika sind zum Beispiel der Flachlandtapir. Verschiedene Schlangenarten wie die Anaconda, außerdem Kaimane und Wasserschweine, das Riesengürteltier, der Jaguar, viele Insekten wie zum Beispiel die Vogelspinne und ein seltener hühnerähnlicher Vogel, der Huazin. Er ist ausgesprochen schön und exotisch. In den mittleren Höhenschichten fehlt zwar das grelle Sonnenlicht, dafür sind sie jedoch durch das darüberliegende Blätterdach gegen extreme Einwirkungen geschützt. Viele Vögel des Regenwaldes leben ausschließlich hier. Die Rinde und Äste der Bäume beherbergen außerdem eine Fülle von Insekten und anderen kleinen Lebensformen. Typische Bewohner in diesem Bereich sind aber auch zum Beispiel der südamerikanische Nasenbär, das Faultier, der Ozelot, eine kleine kletterfreudige Raubkatze, verschiedene Pfeilgiftfrösche, die intelligenten Aras, sie sind die größte Papageienart, und der wunderschöne Quetzal, eine Paradiesvogelart. Er ist auffallend grün und scharlachrot gefärbt. Während der Fortpflanzungszeit bilden sich bei den Männchen deutlich verlängerte Schwanzfedern aus. Dieser wunderschöne Vogel lebt ausschließlich in den Nebelwäldern Mittelamerikas. Hoch über dem Boden bis zu 30 Meter erstreckt sich ein Blättermeer nahezu fließend von einem Waldrand zum anderen. Dies ist die Heimat vieler Vögel, Säugetierarten und Reptilien. Ebenso einer Fülle von Insektenarten, von denen viele bis heute unerforscht geblieben sind. Außerdem kann man die Kronenschichten von Tropenwäldern auch als biologisches Kraftwerk und die globale Klimaanlage unseres Planeten bezeichnen, in denen unzählige Blätter die Feuchtigkeit kontrollieren, Kohlenstoff aufnehmen und Sauerstoff abgeben. Nicht umsonst nennt man den Regenwald auch die Lunge der Erde. In dieser Aussage erkennen wir die enorme Wichtigkeit der tropischen Regenwälder für alle Lebewesen dieser Erde. Leider ist der Mensch in seiner Gier nach schnellem Geld gerade dabei, seine Lunge, den Regenwald, für immer zu zerstören und damit allem, was lebt, den Atem zu rauben. Aber darauf wollen wir später noch genauer eingehen. Im Lebensraum Regenwald finden wir auch eine erstaunliche Art von Verbindungen zwischen Pflanzen und Tieren. Ein Beispiel sind die berühmten Blattschneideameisen. Sie sammeln Blattstückchen, bringen sie in ihren Bau. Daraus entsteht eine Art Kompost, auf dem dann ein Pilz wächst, mit dem sie sich ernähren. Viele der Pflanzen können sich außerdem schützen. Sie besitzen beispielsweise chemische Verteidigungsstoffe. Forscher finden immer wieder neue Wirkstoffe, die auch für den Menschen hilfreich sind und Krankheiten lindern können. So bezeichnet man die Tropen auch als die größte Apotheke der Erde. Der Regen im Regenwald kann überwältigend sein. Häufig wird er am Amazonas noch vom lauten Gesang der Brüllaffen begleitet. Riesige Wassermengen erzeugen regelmäßig Überschwemmungen von einem enormen Ausmaß, das für die Menschen in den gemäßigten Breiten kaum vorstellbar ist. Pflanzen und Tiere haben sich auf diese Intensität des Regens eingestellt. So besitzen viele Blattarten Spitzen zum Abtropfen, die den Regen wie ein Trichter von der Oberfläche ableiten. Tiere stellen sich oft unter und man hat sogar schon beobachtet, dass sich einige Affenarten, wie zum Beispiel die Schimpansen, Regenschirme aus Blättern basteln. Besonders charakteristisch für die Tropen sind Pflanzen, die ohne Bodenkontakt wachsen. Sie nutzen die Baumstämme und Äste, um sich ihren Platz an der Sonne zu sichern. Hierzu zählen zum Beispiel die wunderschönen Orchideen,
wie Bromelien, Farne und Moose, von denen es allein in Südamerika weit mehr als 15.000 Arten gibt. Bromelien faszinieren jeden Betrachter mit den intensiv leuchtenden Farben ihrer Blüten. Die Blätter bilden oft eine Art dichtes Gefäß, in dem sich hoch in den Baumwipfeln das Wasser sammelt. So bieten sie vielen kleinen Tieren wie den Pfeilgiftfröschen, den Landschnecken, Krokodilschleichen und Insektenlarven einen Lebensraum. Aus den tierischen Abfällen entstehen wiederum Nährstoffe für die Pflanze. Man hat auch herausgefunden, dass die Epiphyten bei der Wiederverwertung der Nährstoffe des Waldes eine wichtige Rolle spielen. Überhaupt sind die tropischen Regenwälder eine riesige Wiederaufbereitungsanlage. Alles wird wie in einem ausgeklügelten Recyclingverfahren genutzt, da die Humusschicht des Bodens nur sehr dünn ist. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass die Böden nach der Abholzung als Ackerland meist unproduktiv sind und nach 2 bis 3 Jahren für den Anbau von Nahrungsmitteln unbrauchbar geworden sind. Aber gehen wir wieder zurück zum tropischen Regenwald. Ebenso schön und außergewöhnlich sind die vielen Orchideenarten. Jeder Naturfreund steht voller Bewunderung vor ihnen und staunt über diese Kunstwerke der Schöpfung. Botaniker kennen bisher etwa 1000 Arten mit bis zu 30.000 Unterarten. Die Orchideenblüten zeigen sich meist in leuchtenden Farben und edlen Formen. Das Spektrum reicht dabei von zartem Weiß über Grün- und Blautöne bis zu kräftigen Rot-, Rosa- und Gelbtönen. Viele sind außerdem mehrfarbig. Mit ihren Sprosswurzeln halten sie sich an Bäume und Äste und nehmen Nahrung und Wasser auch aus der Luft auf. Orchideen erscheinen uns wie eine kunstvolle Verzierung der Bäume des tropischen Regenwalds. Zu den buntesten und zartesten Geschöpfen im Regenwald gehören in jedem Fall die vielen verschiedenen Schmetterlingsarten. Im Laufe ihres Lebens machen sie eine vollständige Umwandlung durch. Es beginnt mit dem Ei, daraus schlüpft die Raupe. Wenn sie erwachsen ist, verwandelt sie sich in eine sogenannte Puppe. Aus der Puppe wiederum vollzieht sich die Umwandlung zum Schmetterling. Dieser Prozess ist ein wahres Wunder. Die Raupen häuten sich während ihrer Lebensdauer mehrmals und oft verändern sie ihr Aussehen in Farbe und Gestalt so sehr, dass man denkt, es seien verschiedene Arten. Sie sind außerdem Meister der Tarnung und täuschen unter anderem Blüten, Halme, Vogelkot, Ästchen und Reptilien vor, um sich vor Essfeinden zu schützen. Sobald die Raupen erwachsen sind, suchen sie sich einen geeigneten Platz an ihrer Futterpflanze und spinnen sich ein kleines Seidenpolster, das ihnen zum Festhalten dient. Die Nachtfalter bauen sich einen Kokon. Er besteht aus einem einzigen Faden, den die Raupe aus ihren Spinndrüsen erzeugt. Er kann über 1 Kilometer lang sein. In der sogenannten Puppe vollzieht sich dann das eigentliche Wunder. Fast alle inneren Organe und Gewebe lösen sich auf und werden zu einem ganz neuen Organismus, dem Schmetterling. Seine Lebensdauer variiert je nach Klimazonen von einigen Tagen bis zu einem ganzen Jahr. Immer so lange, bis die Nachkommenschaft gesichert ist. Eine Forscherin entdeckte erst vor 300 Jahren den Zusammenhang zwischen Raupe und Schmetterling. Seit dieser Zeit haben sich zahllose Menschen mit der Beobachtung von Schmetterlingen beschäftigt. Mehr als 160.000 Arten sind heute beschrieben und immer wieder werden neue entdeckt. Der Mensch ist in dem Glauben, Schmetterlinge flögen von Blüte zu Blüte und ernährten sich von Nektar. Tatsächlich ist es aber bei ungefähr der Hälfte der Arten so, dass sie keine Nahrung mehr aufnehmen und im wahrsten Sinne des Wortes von Luft und Liebe leben. Aber nicht nur die Vernichtung ihres Lebensraumes bedroht die Schmetterlinge, sondern auch die Sammelleidenschaft der Menschen. Allein in Südamerika und Asien werden jährlich Abermillionen von Schmetterlingen von Sammlern aus aller Welt gefangen, getötet, aufgespießt und in Schaukästen gesteckt, nur damit der Mensch ihre Schönheit auf Dauer besitzen kann. Professionelle Händler haben zum Beispiel in Peru Indianer angeworben, die für Centbeträge Hunderttausende von Schmetterlingen fangen, sie durch Zerquetschen der Brust abtöten und eingetütet an die Händler schicken, die sie dann für bis zu 2000 US-Dollar das Stück in alle Welt versenden.
Nach Japan sind die Deutschen die zweitgrößten Abnehmer. Dadurch sind schon einige Arten für immer ausgelöscht. Quasi per Mausklick vom Wohnzimmer aus. Außergewöhnlich farbenfrohe und intelligente Geschöpfe des Regenwaldes sind auch die vielen Papageienarten. Sie erreichen meist ein sehr hohes Lebensalter, das bei einigen der größeren Arten auf bis zu 70 Jahre geschätzt wird. Sie halten sich fast ständig in den Kronen der Bäume auf. Regelmäßig fliegen sie in großen Schwärmen zu Lehm- oder Kalkfelsen, um Mineralstoffe aufzunehmen. Im dichten Blattwerk der Regenwälder finden Papageien ihre Nahrung, die hauptsächlich aus verschiedenen Samen, Früchten, Beeren, Blüten und kleineren Insekten besteht. Dabei erfüllen sie eine wichtige Funktion im ökologischen Gleichgewicht, indem sie zum Beispiel die Samen der Früchte im Urwald verteilen. Für die Eiablage und Jungenaufzucht nutzen Papageien vorzugsweise Baumstämme zur Errichtung von Bruthöhlen. Viele Arten brüten nur einmal im Jahr. Derartige Baumhöhlen sind selbst im Regenwald knapp, da Abholzung, Zerstörung der Höhlen oder anderweitige Inanspruchnahme ein ernstes Problem für die Populationen darstellen. Fast alle Papageienarten leben monogam. Das heißt, sie bleiben ihrem einmal erwählten Partner ein Leben lang treu. Ihre gegenseitige Zuneigung zeigen sie sich auf eine zärtliche Art und Weise und kraulen sich liebevoll mit ihren Schnäbeln. Zu bestimmten Zeiten am Tag, für die Nahrungsaufnahme oder zum Aufsuchen ihrer Schlafbäume, sieht man sie harmonisch und geordnet in großen Schwärmen fliegen. Dabei rufen sie sich lautstark zu. Die unzähligen Arten der Vögel im Regenwald erscheinen uns wie bunt schillernde Edelsteine und machen ihn, zusammen mit den grazilen Schmetterlingen, farbigen Blumen und erstaunlichen Pflanzenarten, zu einem der faszinierendsten Lebensräume auf unserem Planeten. Bewundernswert ist auch das Repertoire von Stimmlagen und Gesängen der Vögel, mit dem sie ihr Revier bekunden und das jeweils andere Geschlecht auf sich aufmerksam machen oder einfach nur ihrer Lebensfreude Ausdruck verleihen. Aus den Stimmen der Vögel und vieler anderer Tiere, wie zum Beispiel den Affen, entsteht oft eine regelrechte Symphonie, das tägliche Konzert des Regenwaldes. Von vielen Affenarten ist bekannt, dass sie ihr Revier verteidigen, da die Früchte der Baumkronen nicht ganzjährig verfügbar sind. Die asiatischen Gibbons zum Beispiel beeindrucken mit ihren lauten und klangvollen Gesängen die Bewohner des Waldes in weitem Umkreis und demonstrieren damit gleichzeitig ihren Familienzusammenhalt. Außerdem haben sie ungeahnte Kletterfähigkeiten. Sie hangeln mit atemberaubender Geschwindigkeit von Ast zu Ast und schwingen sich mit Leichtigkeit über 10 Meter breite Lücken der Baumwipfel. Sie zeigen in Freiheit ein lebensfrohes und manchmal auch regelrecht freches Verhalten. Zum Beispiel wurde in Indien einmal beobachtet, wie ein Gibbon sich einen Spaß daraus machte, zwei heranwachsende Tiger an den Schwänzen zu ziehen. Dabei ließ er sich kopfüber von einem Ast herunterhängen, um mit den unerfahrenen Tigerjungen zu spielen. Krallenaffen sind kleine Primaten, die ein breites Spektrum an Nahrung zu sich nehmen. Die Familie umfasst über 40 Arten in 4 Gattungen: Tamarine, Löwenäffchen, Springtamarine und Marmosetten. Der Kaiserschnurrbart-Tamarin verdankt seinen Namen der angeblichen Ähnlichkeit mit dem deutschen Kaiser Wilhelm II. Alle zählen zu den kleineren Affenarten, auch das Zwergseidenäffchen, der kleinste Affe überhaupt, gehört zu dieser Gruppe. Ihr Fell ist weich, dicht und bei einigen Arten seidig. Die Färbung variiert je nach Art von schwarz über verschiedene Braun- und Grautöne bis zu Gelb, Gold und Weiß. Sie leben in den tropischen Wäldern Mittel- und Südamerikas. Die meisten Arten kommen im Amazonasbecken vor. Krallenaffen leben gern in Gruppen von 2 bis 15 Tieren. Innerhalb der Gruppe ist das Sozialverhalten sehr ausgeprägt,
Sie schlafen oft eng aneinander gekuschelt und pflegen sich gegenseitig ihr Fell. In einem Versuch wurde sogar entdeckt, dass Weißbüschelaffen fürsorgliche Tendenzen zeigen. Dabei schenkten sie ihren Artgenossen Nahrung, ohne eine Belohnung oder Gegenleistung. Außerdem kommunizieren Krallenaffen untereinander durch verschiedene Laute mit Gesichtsausdrücken und Körperhaltungen. Die Weibchen bringen meist Zwillinge zur Welt. Auch die Männchen, die anderen Weibchen und älteren Geschwister der Gruppe beteiligen sich intensiv an der Betreuung der Babys. Sie tragen sie gern umher und beschäftigen sich mit ihnen. Die Lebenserwartung der Krallenaffen kann bis zu 28 Jahre betragen. Wenn wir diese sozialen und intelligenten Tiere beobachten, ist es umso schmerzlicher, dass einige Arten bis heute noch bei Tierversuchen eingesetzt werden. Alle vier Arten der Löwenäffchen leben in Südostbrasilien und sind in ihrem Bestand bedroht. Ihren Namen verdanken sie natürlich den mähnenartigen Haaren im Schulterbereich. Sie sind meist goldgelb oder schwarz gefärbt. Löwenäffchen sind stark bedroht, denn ihr Lebensraum wird unwiederbringlich zerstört. Die Regenwälder Südostbrasiliens sind stärker als andere von der Abholzung betroffen. Es existiert nicht mehr als ein Bruchteil. Dazu kommt, dass die Tiere oft illegal eingefangen und als Haustiere am Schwarzmarkt verkauft werden. Deshalb zählen Löwenäffchen zu den bedrohtesten Primatenarten. Das Schwarzkopflöwenäffchen ist sogar vom Aussterben bedroht. Die enorme Artenvielfalt ist unter anderem durch die vielen Flüsse und Nebenflüsse entstanden. Durch diese natürlichen Grenzen entwickelten sich unzählige Arten isoliert voneinander. In Brasilien leben 95 verschiedene Affenarten, die der Wissenschaft bekannt sind. Mehr als in irgendeinem anderen Land der Erde. Viele von ihnen sind akut vom Aussterben bedroht. Denn der Mensch in seiner Profitgier kennt kein Mitgefühl für die Geschöpfe der Natur. Beeindruckend ist auch der auf Sumatra und Borneo lebende Orang-Utan, was in der Sprache der Einheimischen Mensch des Waldes bedeutet. Die Orang-Utans, auch Pongo genannt, sind eine Primatengattung aus der Familie der Menschenaffen. Sie unterscheiden sich von den anderen Menschenaffen durch ihr auffällig rotbraunes Fell und ihren Körperbau, der stärker an eine baumbewohnende Lebensweise angepasst ist. Deshalb sind ihre Arme sehr lang und kräftig und können ausgestreckt eine Spannweite von über 2 Metern erreichen. Die männlichen Tiere wiegen oft bis zu 120 Kilo. Erwachsene Männchen sind gut an ihren ausgeprägten Backenwülsten und ihrer langen Behaarung zu erkennen. Der Lebensraum der Orang-Utans war früher deutlich größer und reichte von Südchina bis Vietnam und der Insel Java. In der Regel trifft man diese Menschenaffen einzeln an, nur selten sieht man sie in Gruppen. Jedoch besteht zwischen Müttern und Jungtieren eine feste und dauerhafte Bindung. Sie sind sehr liebevoll, einfühlsam und geduldig mit ihren Kleinen und bringen ihnen alles bei, was für ihr Überleben im Regenwald wichtig ist. Vor Regen und praller Sonne schützen sie sich mit großen Blättern, die sie über ihren Kopf halten. Es gelang Forschern sogar einigen Orangs in menschlicher Obhut eine Symbolsprache beizubringen, um mit ihnen zu kommunizieren. Die weiblichen Tiere bringen aufgrund ihrer langsamen Fortpflanzungsrate oft nur 2 bis 3 Jungtiere in ihrem Leben zur Welt. In freier Wildbahn wird die Lebenserwartung dieser wunderbaren Spezies auf bis zu 50 Jahre geschätzt. Unsere nächsten Verwandten sind jedoch akut vom Aussterben bedroht. Auf Sumatra ist ihre Anzahl bereits auf wenige Tausend geschrumpft. Falls es nicht gelingt, ihren natürlichen Lebensraum, den noch verbliebenen tropischen Regenwald der Inseln Borneo und Sumatra, vor der Abholzung zu bewahren, werden diese intelligenten und liebenswerten Tiere in der Wildnis keine Überlebenschance besitzen. Ein noch schlimmeres Schicksal haben die berühmten Berggorillas, die in ihrem Verhalten und ihrer Mimik oft sehr menschliche Züge zeigen. Die bekannte Forscherin Diane Fossey, die ihr Leben diesen faszinierenden Tieren widmete, hat uns einen wunderbaren Einblick in die Welt der Gorillas geschenkt und in ihren Filmen gezeigt, dass sie gefühlvolle und soziale Wesen sind, die einen engen Familienzusammenhalt pflegen.
Das Oberhaupt der Gruppe ist ein erfahrenes Männchen, der Silberrücken. Die Babys werden von allen geliebt und beschützt und haben sozusagen Narrenfreiheit. Berggorillas haben ein ausgesprochen friedliches Wesen und ernähren sich rein vegetarisch, hauptsächlich von Blättern, anderen Grünpflanzen und Früchten. Diane Fossey tat alles Menschenmögliche, um ihre Freunde in den Nebelwäldern des Kongo zu beschützen. Doch immer wieder kamen Wilderer und löschten ganze Gorilla-Familien aus. Eines Tages wurde auch die Forscherin ermordet. Traurige Wahrheit ist, dass auf dem Schwarzmarkt immer wieder Gorilla-Babys verkauft wurden und werden, ihren Müttern entrissen, nachdem man diese erschossen hatte. Viele dieser Affenkinder starben anschließend aus Kummer und Einsamkeit. Vor nur 3 Jahren fand das letzte Massaker dieser Art statt, das eine 30-köpfige Gruppe das Leben kostete. Nur 2 Babys überlebten und wurden gerettet. Heute leben weltweit nur noch wenige Berggorillas, viele von ihnen in Zoos. Sie stehen ganz oben auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere. Man schätzt, dass nur ca. 700 Gorillas überlebt haben. Die wenigen Familien und Gruppen in der Wildnis Ruandas und des Kongo-Beckens werden Tag und Nacht bewacht. Denn noch immer stellt der Mensch ihnen gnadenlos nach. Es sind die letzten ihrer Art. Die nächstlebenden Verwandten des Menschen sind die Schimpansen. In den Tierparks stehen die Besucher oft lange vor ihren Gehegen, um ihr Verhalten zu beobachten. Ihr natürlicher Lebensraum ist die Mitte Afrikas, vom Senegal und Nigeria über die Republik Kongo bis nach Uganda und Tansania. Man unterscheidet 2 Arten, Schimpansen und Zwergschimpansen, auch Bonobos genannt. Beide Arten leben in kleineren oder größeren Gemeinschaften zusammen und sind durch ein eindrückliches Sozialverhalten geprägt. Bonobo-Gruppen werden meist von weiblichen Tieren geführt. Bei den Schimpansen sind es die erfahrenen Männer. Während langjähriger Forschungsarbeiten wurde festgestellt, dass sie zum Beispiel regelrechte Allianzen mit anderen Artgenossen schließen, um zum Beispiel ihre Position innerhalb der Gruppe zu stärken. Man spricht ihnen sogar kompliziertere Gedankengänge zu und teilweise ein politisch anmutendes Verhalten. In menschlicher Obhut wurden schon viele Experimente durchgeführt, um mehr über ihre Intelligenz zu erfahren. Ein Versuch zeigte zum Beispiel, dass sie sich bestimmte Zahlenkombinationen merken konnten, um an ihr Lieblingsfutter zu kommen. Die meisten Menschen in dieser Versuchsreihe konnten dies nicht. Schimpansen leben meist ein friedliches Miteinander. Man hat aber auch erlebt, dass sie unter Stress geraten, wenn andere Gruppen ihnen ihr Revier streitig machen. Nicht zuletzt ist auch der Mensch daran schuld, weil er ihren Lebensraum beständig reduziert. Auf dem asiatischen Kontinent lebt eine der bedrohtesten Arten auf unserem Planeten. Es ist der Tiger. Keine Raubkatze wurde und wird so gnadenlos verfolgt und gejagt wie er. Denken wir nur an den gewissenlosen Handel mit Fellen und Körperteilen, die unter anderem in der chinesischen Heilkunde oder als angeblich potenzfördernde Mittel immer noch einen großen Markt bedienen. Der Lebensraum dieser majestätischen Großkatzen liegt zwischen Indien und China und sie bewohnen auch Sumatra und Sibirien. Was bedeutet, dass Tiger mit großen Temperatur- und Klimaunterschieden zwischen 40 Grad plus und 40 Grad minus keine Probleme haben. Tiger sind ausgesprochen kräftig und können bis zu 2 Meter hoch und 8 Meter weit springen. Außerdem lieben sie Wasser und durchqueren mühelos Flüsse. Vor ca. 100 Jahren gab es noch 100.000 von ihnen. In Indien hat sich durch Schutzprogramme ihre Zahl inzwischen wieder auf einige Tausend erholt. Insgesamt wird die Zahl wildlebender Tiger jedoch nur auf 3.200 geschätzt. Eine traurige Wahrheit ist, momentan leben mehr Tiger in Zoos als in freier Wildbahn. Thank you.
Riesige Flächen des tropischen Regenwaldes werden Jahr für Jahr vernichtet. Laut Bericht des World Wide Fund of Nature sind es weltweit ca. 150.000 bis 200.000 Quadratkilometer. Allein in Brasilien seit 25 Jahren zwischen 15.000 und 30.000 Quadratkilometer jährlich. Greenpeace sagt, dass die Hälfte des brasilianischen Kohlendioxidausstoßes allein von den Brandrodungen am Amazonas stammt. Hauptsächlich werden die so gewonnenen Flächen für wenige Jahre zum Anbau von Soja und Mais genutzt. Aber nicht, um die Menschen in den betroffenen Ländern zu ernähren, sondern um Futtermittel für die Abermillionen von Nutztieren in den Massentierhaltungen der USA, Europas und Japans zu gewinnen. Allein in Deutschland gibt es rund 14 Millionen Rinder, 23 Millionen Schweine, 1 Million Schafe und Millionen von Hühnern und Gänsen. Unsere Stalltiere lassen sich längst nicht mehr mit Futter ernähren, das in Deutschland erzeugt wird. Aufwendig wird es deshalb um die halbe Welt gekarrt. Die Transporte allein verschlingen enorme Mengen an Energie, nur damit wir unsere Tiere mästen können, um unser Steak oder Schnitzel auf dem Teller zu haben. Kurz gesagt, es ist die Gier der Menschen nach Fleisch, die den Regenwald auffrisst. Fleischverzehr bedeutet Nahrungsmittelvernichtung und Wasserverschwendung in Reinform. Wissenschaftler bestätigen inzwischen, dass Tiere zu essen das Klima extrem belastet. Mehr noch als alle Autos und Fabrikschlote zusammen. Daran ist unter anderem auch die Methangasbelastung durch die Exkremente der Tiere schuld. Soja und Mais sind wertvolle Eiweißspender, von denen sich die Menschen direkt ernähren könnten, ohne Umweg über die energieintensive und umweltzerstörende Fleischproduktion. Es klingt paradox, aber in Brasilien, dem selbsternannten Ernährer der Welt, hungern 40 Millionen Menschen nur durch den extremen Fleischkonsum der Industrieländer. Dazu ist auch zu sagen, dass vegetarische oder vegane Ernährung um ein Vielfaches gesünder und wertvoller ist. Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt belegen durch viele Studien, Vegetarier sind weniger krank und leben in der Regel länger. Ein Beispiel ist das unfreiwillige Vegetarismus-Experiment in Dänemark während des Zweiten Weltkriegs mit 3 Millionen Versuchspersonen. Wegen einer Lebensmittelknappheit wurde das vorhandene Getreide nicht mehr an Nutztiere verfüttert, sondern den Menschen direkt gegeben. In diesem Zeitraum sank die krankheitsbedingte Todesrate um 34%. Das bestätigt, dass Fleischverzehr dem Menschen keinen Nutzen bringt, sondern im Gegenteil seinem Körper nur schadet. Und das wiederum kostet die Krankenkassen Milliarden. Eine weitere Ursache der Regenwaldvernichtung ist der derzeitige Boom der Agrartreibstoffe, fälschlicherweise auch Biosprit genannt, und die ebenfalls damit verbundene Nahrungsmittelknappheit in den Entwicklungsländern. Immer teurer werdendes Erdöl und Erdgas erhöht die Nachfrage nach billigeren Energieträgern. Deshalb verbucht Indonesien Rekordgewinne mit dem Verkauf von Palmöl, das einerseits als Agrarsprit in unsere Autotanks fließt und andererseits in unsere Blockheizkraftwerke zur Stromerzeugung. Für den Anbau der Ölpalmen werden riesige Flächen wertvoller Regenwälder verbrannt. Das Palmöl aus Indonesien ist blutiges Palmöl. An ihm klebt zum Beispiel das Blut der Orang-Utans und vieler Millionen anderer Tiere, die mit den Regenwäldern ihren Lebensraum verlieren. Die Anbaufläche für Ölpalmen in Indonesien wurde in den letzten 30 Jahren kontinuierlich vergrößert. Im Jahr 2008 waren rund 84.000 Quadratkilometer erreicht. Das entspricht der doppelten Fläche der Schweiz, Tendenz steigend. Palmöl ist zwar billiger als Erdöl, trotzdem werden mit dem Pflanzenöl satte Gewinne erzielt. Über 90% des Palmöls landen auf dem europäischen Markt, in Produkten wie Margarine, Waschmittel, Schokolade, Kosmetika und seit einiger Zeit eben auch Agrarsprit. Pack den Tiger in den Tank, ertönt die Werbebotschaft eines großen Mineralölkonzerns. Es müsste heißen, pack den Lebensraum des Tigers und des Orang-Utans in den Tank. Diese Botschaft kann heute wörtlich genommen werden. Das sollte uns zu denken geben. Bio ist nicht gleich Bio.
Zu leicht lassen wir uns von großen Konzernen täuschen und fragen nicht nach, was hinter einem Produkt steht. Die meisten Orang-Utans in Indonesien werden auf Ölpalmenplantagen abgeschossen, gefangen oder verstümmelt. Weil ihr natürlicher Lebensraum abgeholzt wird, sind sie gezwungen, bei der Suche nach Nahrung auf die Plantagen auszuweichen. Dort sind die friedlichen Waldmenschen leichte Beute für Jäger und Wilderer, die mit den letzten ihrer Art noch skrupellose Geschäfte machen. So werden zum Beispiel Orang-Babys an reiche Indonesier als Haustiere und Prestigeobjekte verkauft. Nicht selten dienen sie auch als Lustobjekte in Bordellen. Wie tief können Menschen noch sinken? Biodiesel aus Palmöl zu tanken, hat nichts mit Umweltschutz und Reduzierung von Treibhausgasen zu tun. Im Gegenteil. Dieser Ökoaktivismus ist unsinnig. Denn ein Hektar Regenwald speichert etwa 300 Tonnen Kohlenstoff. Ein Hektar Palmölplantage weniger als 40 Tonnen. Tropischer Regenwald nützt dem Klima also weitaus mehr. Trotzdem wird immer mehr von diesem kostbaren und einzigartigen Lebensraum vernichtet. Auch um seine wertvollen Tropenhölzer zu vermarkten. Zum Beispiel stammen circa die Hälfte aller aus Asien nach Deutschland importierten Holzprodukte aus illegalem Einschlag. Der lohnt sich, denn in der Holzindustrie wird viel Geld verdient, jährlich etwa 200 Milliarden Dollar. Die Weltbank hat berechnet, in Indonesien, einem der wichtigsten Lieferanten für den europäischen Markt, werden 2/3 der Bäume ohne Konzession geschlagen. Die Brasilianer wollen der Zerstörung entgegenwirken. Obwohl das brasilianische Umweltministerium jüngst ankündigte, stärker gegen illegale Rodungen vorzugehen, wird in den Regenwäldern Amazoniens weiter gewütet. Das belegen auch Satellitenaufnahmen. Da fragt man sich, wer denn alles mitverdient am immer kleiner werdenden Kuchen Regenwald. Am anderen Ende der Welt liegt Papua-Neuguinea mit dem drittgrößten Regenwaldgebiet der Welt. Mehr als die Hälfte der gesamten Waldfläche ist schon vernichtet. Auch die Thailänder sind keine Ausnahme. Allein zwischen 1961 und 1985 wurden in Thailand 45% der Regenwälder abgeholzt. Ähnlich ist es auf den Philippinen. Indien, Bangladesch, Sri Lanka, Madagaskar, die Elfenbeinküste und Haiti sind zwischenzeitlich fast völlig entwaldet. Was das für die einheimische Bevölkerung bedeutet, kann man nach jedem großen Gewitter in Haiti beobachten. Das Wasser kann nicht mehr gehalten werden und fließt talwärts in die Städte und überflutet sie. Die Abholzungen verlaufen meist nach demselben Muster. Mit der Kettensäge werden die wertvollen Bäume gefällt und ins Ausland verkauft. Teak, Bankirei und Meranti sind gut geeignet für Parkett, Gartenmöbel, Bauholz, Sperrholzplatten, Fenster, Türen und für 40 Milliarden Essstäbchen für den Einmalgebrauch. Was die Kettensäge vom Wald übrig lässt, wird zu Papier verarbeitet oder mit Benzin und Feuer verbrannt. Auf den kahlen Flächen wird Soja angebaut, werden Rinder gezüchtet, Ölpalmen oder Zuckerrohr angepflanzt oder einfach nichts gemacht. Die Asche der einst mächtigen Urwaldriesen dient den ausgelaugten Böden noch wenige Jahre als mineralstoffhaltiger Dünger. Dann ist Schluss. Unsere Gier nach Fleisch, Biosprit und Holz erhöht den Druck auf die tropischen Regenwälder. Es regiert die Kettensäge, Feuerwalzen planieren das Land. Ständig werden neue Flächen benötigt, noch mehr Regenwald wird vernichtet, noch mehr Arten verschwinden. Doch solange tote Regenwälder mehr materiellen Gewinn bringen als lebende, wird sich daran nichts ändern. Das rasante Sterben der Arten vollzieht sich in den tropischen Regenwäldern in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit.
Viele der Erkenntnisse darüber gehen zurück auf den amerikanischen Zoologen Edward O. Wilson. Er schätzt, dass Tag für Tag 70 bis 100 Arten aussterben, womit der Mensch das natürliche Artensterben um das Hundertfache beschleunigt. Laut Wilson ist jede Art ein unwiederbringliches, in Jahrhunderten gereiftes Unikat des Lebens. Laut der Roten Liste, die jährlich von der Weltnaturschutzunion herausgegeben wird, waren im Jahr 2007 weltweit 16.300 Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Über 41.000 waren gefährdet. Jedes vierte Säugetier, jeder achte Vogel und fast 70% aller Pflanzenarten sind als gefährdet eingestuft. Besonders Moose, Flechten, Algen und Pilze sind auf der Liste vermerkt. Zu den vom Aussterben bedrohten Arten gehört auch der Gorilla, dessen Population im letzten Vierteljahrhundert um etwa 60% zurückgegangen ist. Neben den Gorillas steht eine zweite Menschenaffenart auf der roten Liste, der Orang-Utan. Sein Lebensraum sind die tropischen Regenwälder in Malaysia und Indonesien, die besonders schnell verschwinden. Zudem stehen 723 Schildkröten- und Schlangenarten sowie weitere Reptilien aus Nordamerika und Mexiko auf der roten Liste. Nicht zuletzt werden die wenigen noch verbliebenen Naturvölker dieser Erde aus ihrer angestammten Heimat, dem tropischen Regenwald, für immer vertrieben. Ausgerechnet sie, die vielleicht einzige Spezies Mensch, die nicht zerstörerisch mit der Natur umgeht. Nach und nach wird auch die Bedeutung der tropischen Regenwälder als Speicher von klimaschädlichem Kohlendioxid erkannt. In keinem anderen terrestrischen Ökosystem ist mehr Kohlenstoff gespeichert als in dem noch verbliebenen Holz der tropischen Urwaldriesen, etwa 433 Milliarden Tonnen. Allein in den Blättern, Stämmen und Wurzeln der Bäume in den Regenwäldern Amazoniens steckt so viel Kohlenstoff, wie die gesamte Menschheit in 10 Jahren verbrennt. Mit dem Rauch der Regenwaldzerstörung gelangt ein Viertel des von allen Menschen freigesetzten Kohlendioxids in die Atmosphäre. Fallen die Bäume, steigen die Temperaturen, global. Das heißt, davon sind nicht nur Menschen in armen Regionen wie Bangladesch betroffen, sondern auch wir. Der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan sagte, dass Wohlstand, der die Umwelt zerstöre, kein wirklicher Wohlstand sei. Und unser Wohlstand ist nicht davon zu trennen, was in den Entwicklungsländern passiert. Droht uns ein Krieg um Ökosysteme, um Regenwald und Artenvielfalt, um Wasser und Nahrung? Dies alles müsste nicht sein, wenn der Mensch die Schöpfung achten und bewahren würde. Und dazu kann jeder Einzelne von uns beitragen. Das friedliche Zusammenleben und die Ernährung aller Menschen gelingen nur dann, wenn die Vielfalt aller auf der Erde lebenden Arten erhalten wird. Wir sollten darum kämpfen. Nehmen wir uns einige Augenblicke Zeit und schauen in die Augen derer, die vielleicht bald nicht mehr unter uns sind, weil wir ihren Lebensraum vernichtet haben. Was würden sie uns wohl sagen? Warum tut ihr Menschen uns das an? Warum zerstört ihr unsere Heimat? Warum dürfen wir nicht am Leben bleiben? Warum tötet ihr uns und unsere Kinder? Habt ihr kein Mitgefühl? Das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt. Und da der Mensch die Ursachen gesät hat, wird er nicht um die Wirkungen herumkommen.